Und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, da hatte ich den kleinen Stocker vom welchen Tag haben wir heute. Heute ist Mittwoch und ich habe immer noch nicht viel mehr geschlafen. Ich bin jetzt am Punkt, wo ich ein bisschen geschlafen habe, weil ich habe mich dann doch wieder gegen die Schlaftablette entschieden und habe es dann doch wieder natürlich versucht, habe nur einmal eine Schlaftablette genommen, habe etwas Schlaf nachgeholt. Machst du die Tür zu? Nicht, dass sonst ins Klo springt. wie ihr hört, ist Leo da und Mom. Und ja, auf jeden Fall, ich habe nicht viel geschlafen und so langsam bin ich am Punkt, wo ich jetzt, wo ich auch noch wahrscheinlich bald das monatliche Elend bekomme, ich total gefühlvoll bin. Und ich dachte, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um dieses Thema anzusprechen, weil es so schwierig ist als jetzt. Ja, also. Nein, wir knabbern nicht Mamas Zeug an. Pfui. Also, zurückzukommen zu unserem heutigen Thema. Oder besser gesagt, zu unserer heutigen Themenwoche. So, dieswöchigen Themenwoche. Zur Themenwoche. Meine Woche hat das Thema Adoption. So. Es ist ein Thema, über das ich nicht oft rede, nicht viel rede, nicht mit jedem rede, aber ich dachte, ich möchte einfach mal bereden. So, wenn ich jetzt eine Prämie bekämpfe, jedes Mal, wenn ich das Wort reden erwähnt hätte, wäre ich jetzt reich. Gut, ja, ich fange jetzt mal einfach von der Sicht eines Adoptivkinds an. Und ja, also ich bin adoptiert worden vor ungefähr 22 Jahren. Da sind meine zwei weißen Eltern damals nach Brasilien ins Entwicklungsland gekommen mit einem Cash und haben mich damit gecashed. Und ja, also ich muss sagen, aus meiner Erfahrung und dem, wie ich damit umgehe und wie ich damit lebe, ich würde für nichts auf der Welt ein Kind adoptieren. Und zwar nicht, weil mir das Leibliche fehlen würde, sondern schlicht und ergreifend, weil ich weiß, wie furchtbar es sein kann, ein Leben zu leben mit der Frage, warum bin ich nicht richtig? Das klingt jetzt vielleicht total schräg, aber egal wie oder wann ich mein Leben, wie ich lebe, egal wie glücklich ich bin, schwirrt mir doch immer irgendwie dieser Hintergedanke im Kopf rum, warum bin ich nicht richtig? Warum hat meine Mutter mich nicht gewollt? Ich bin ungefähr, glaube ich, mit sieben Monaten zur Adoption freigegeben worden. Nee, im Kinderheim gelandet. Im Kinderheim gelandet. Und bin dann mit 2,5, wie gesagt, weggecatcht worden. ich komme aus Brasilien, das zu meiner Zeit totales Entwicklungsland war, also gefühlt, also was ich so manchmal an Erinnerungen bei mir hochkommen, da scheint es da echt scheiße zu sein. Entschuldigt die Formulierung, aber es ist echt scheiße. Ja. Und ich fluche nicht oft. Meine Mutter war ungefähr 27, als sie mich zur Welt bekommen hat, laut den Unterlagen. Und die Unterlagen, die wir zusammengesammelt, die meine Eltern zusammengesammelt haben, ich glaube die nicht. Also ich habe dieses Bild gesehen und es ist komisch, aber das einzige Gesicht, das ich mir, mal abgesehen von dem von meinen Eltern, in den Kopf geprägt hat, ist das von meiner leiblichen Mutter. Und die Frau auf den Fotos ist nicht meine Mutter. Eine Tante, ein vielleicht auch ein Onkel, naja, okay, Tante eher. Eine Tante, eine Cousine, eine Schwägerin, so irgendwas, ja, aber nicht meine Mom. Ich erkenne sie da einfach nicht wieder. Und ja, ich bin ein unglaublich zorniges kleines Kind gewesen. Das kann ich an dieser Stelle mal wirklich verraten. Ich war ein richtiger, kleiner, zorniger Giftzwerg. Ich habe es meinen Eltern richtig schwer gemacht, mich gern zu haben. Und ich war richtig dunkel. Damals war ich noch so dunkel, dass wenn meine Mutter mich nachts ins Bett gelegt hat, sie mich suchen musste. Und dasselbe Phänomen erlebe ich jetzt immer mit Leo. Wenn sobald die Sonne untergeht, verschwindet immer mehr mein Hase. Und so langsam verstehe ich, was meine Mutter mit diesem Satz gemeint hat, wenn man dann plötzlich nur noch so weiße, das Weiß von den Augen sieht. Das verstehe ich jetzt. Na, ihr beide habt heute auch spaßig. Ja.
Was dann? Ja, ich kann sagen, ich habe immer nach der Antwort gesucht auf die Frage, was stimmt mit mir nicht? Und der zweite Teil war, und entschuldigt die Formulierung, und es tut mir wirklich unendlich leid, weil heutzutage würde ich das nie mehr sagen, aber ich habe über meine leibliche Mutter stets gesagt, sie ist eine fiese Schlampe. Ich habe diese Frau, ich war wirklich wütend auf sie. Ich war, ja, kann sagen, ich muss gerade rechnen. Zornig. Ich war, ja, ich überlege gerade, wie lange. Ich war ungefähr bis ich 15 Jahre. 15 Jahre war ich nur zornig auf sie. Nur. Und es war wirklich so ein. Es war, also meine Mom und mein Dad haben immer gesagt, das Wichtigste für sie ist, sie sagen nichts Böses über meine Mutter, weil sie ihnen das Geschenk des Lebens ihres Kindes gemacht hat. Und dann muss sie nicht Und kennen. wenn sie sie nicht kennt. Ich kannte meine Mutter und eigentlich ist sie eine tolle Person gewesen, aber sie hat mich weggegeben und ich war zornig. Und deswegen habe ich sie gehasst. Zumindest habe ich das immer gedacht. Aber irgendwann habe ich dann festgestellt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern eigentlich Gleichgültigkeit. Und gleichgültig war sie mir bei weitem nicht. Und dann bin ich irgendwann, glaube 23 gewesen. 23, 22. Entschuldigt, das ist ein bisschen schwierig. Was willst du denn erzählen? Ja, dass ich am Ende des Tages festgestellt habe, dass es kein Hass ist, sondern eigentlich, dass ich sie trotz allem immer noch liebe. Und dass ich nach all den Jahren sie immer noch vermisse. Ja, und ist hinter. Der vermisst seine Mutter und macht Randale. Ja, schau mal, ich bin noch da. Na super, jetzt nimmt er schon. Jetzt nimmt er noch mehr meinen Kanal ein und ist sogar noch gefördert. Ja. Ich kann auch sagen, dass es sein kann, also ich habe meinen Eltern echt das Leben schwer gemacht. Die Geschichte ist echt furchtbar, aber es ist so, ich bin mal hier mitten im Gang gestanden, habe meine Mutter angeguckt, war ich trotzig wie sonst was, und dann habe ich einfach es laufen lassen. Ich habe im Gang gepinkelt. Und das nicht, weil ich es mir nicht halten hätte können, sondern schlicht und ergreifend aus Trotz. Ich habe auch zweimal unsere Eingangstür beschädigt, auch aus Trotz. Und ja, aber wir hatten Aufs und Abs und es gab so Zeiten, da war ich wirklich ein Berserker und furchtbar und gemein. Dies musst du nicht zum Beispiel nehmen. Und manchmal, da war ich dann doch ein nettes kleines Kind, wo man dort tragen konnte. Ja, und irgendwie sind wir dann trotz allem so als Familie zusammengewachsen. Aber ich muss sagen, für mich als jemand, der ja eine Familie verloren hat, so gesehen, war es sehr schwer zu akzeptieren, dass ich eine neue Familie bekomme. Weil ich dann immer gedacht habe, ich habe doch eine Familie, also wozu soll ich jetzt noch mal eine haben? Ich habe nämlich da nicht den Nutzen darin gesehen. Und vor allem etwas, wo mir auch immer leid tut, wo ich nicht garantieren kann, dass es nicht heute immer noch passiert, war, ich habe meine Mutter oft an den Kopf geworfen, du bist ja gar nicht meine Mutter. Als ich so, War echt nur nicht? einmal, das war Echt? mein Zulasse. Oh, war nur einmal. Gut, das hat mich beruhigt, aber ich erinnere mich dran, das war. Wenn man sagt, ja, das ist ja wirklich so. Ja. Aber war nichts Gutes für mich, weil es hat mir auch den Halt der Familie genommen. Ja, Paps und ich, wir haben uns. Am Anfang war ich echt so ein Papakind. Ich war das totale Papakind. Also ich habe viel Zeit mit meinem Vater verbracht und damals haben meine Großeltern noch im Haus gewohnt und dann ist Papa immer mit mir, wenn ich so aufgewacht bin, was damals so 5 bis 6 Uhr war Oder früher. oder noch früher, ist Papa immer mit mir zusammen nach unten gegangen und dann haben wir zusammen irgendwelche Filme angeguckt und das war wie immer so die total coole Zeit, weil wir damals noch keinen Fernseher hatten. Mitunter oft Schwanensee. Das war so, das hab ich sehr oft gesehen. Und davon habe ich auch einen Schaden davon getragen. Ich kann bis heute, liebe ich Peter Tschaikowski. Ja, ist so. Ja, das war so die ersten, wie viele Jahre würde ich jetzt mal schätzen?
Ich würde mal schätzen, so die ersten 2 bis 20 Jahre. Die ersten 2 bis 20 Jahre. Ja, vollkommen Und ist. ja, ein Tipp an alle Eltern da draußen, die jetzt überlegen, sich ein Kind zu adoptieren. Aus der Sicht eines Kindes möchte ich euch den Tipp geben, ihr adoptiert nicht nur ein Kind und ihr gründet nicht nur eine Familie, sondern ihr adoptiert eine ganze Familie und eine Geschichte. Und das zu akzeptieren, ist unglaublich wichtig, weil wenn ihr das nicht akzeptiert, dass da noch eine andere Familie ist, eine andere Geschichte, ein anderer Teil von dir, ein anderer Teil von mir als Adoptivkind, dann wird das Adoptivkind euch nie in euch die Eltern sehen, weil dann sieht es immer bloß die Leute, die das, wo man herkommt, schlecht machen oder gar verschweigen. Und deswegen mein Tipp, seid offen, seid ehrlich, besprecht mit dem Kind die Sachen und wenn das Kind noch so bösartige Sachen über seine biologische Familie erzählt, akzeptiert's, aber bestärkt es nicht darin im Sinne von, ja, du hast voll recht, die Mutter ist total mies. Weil das bringt nichts, weil am Ende des Tages irgendwie liebt man die Mutter doch. Selbst die, die es jetzt sagen, die jetzt zusehen, die selbst Adoptivkinder sind und die sagen, ne, niemals, die ist blöd. Glaubt mir, irgendwann kommt diese Nacht, wo ihr auf der Toilette hockt und heult, weil ihr euch klar wird, ihr liebt diese Person doch. Ja. Also, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Nee, warte mal. Wir haben ja schon Mittwoch. Gut. Ich wünsche euch ein wunderschönes Mittwochabend. Wir sehen uns am Freitag wieder mit dem zweiten Teil. Wird auch nicht viel einfacher. ja, bis dahin. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt oder wie es euch geht oder ob ihr so jemanden im Umfeld habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riechmeinortlüpfung kommen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Ciao.